Willkommen zurück, eine neue Folge WoW The Burning Crusade Classic Druide Leveln. Wir befinden uns hier in der ewigen Warte und gucken mal, ob wir hier zufällig diese Winterfälle dann treffen. Wir werden aber erstmal in Richtung Norden uns aufmachen, um die Quest von letzter Folge Wütende Wildekin abzugeben und dann hier oben hochheiliges Frostsäblerfleisch zu ergattern. Das werden heute die Hauptaufgaben hier werden, die wir abarbeiten wollen. Ja, und dann, ich werde wahrscheinlich einfach mal einen Cut setzen und gucken, ob wir diese Winterfell-Firbolgs eben zeitnah finden. Und schalte euch dann quasi wieder zu, sobald ich sie gefunden habe. Aber zunächst machen wir nochmal die anderen Aufgaben. Außer wir finden sie jetzt zufällig direkt hier. Dann nehmen wir die natürlich mit. Aber das sieht erstmal nicht danach aus. Nee. Okay. Dann geht's zum Questgeber. Hier oben rein in die Hütte bei Sternfall. Und es wird Zeit, dass wir alsbald noch ein paar Erze finden. Sonst sieht das nämlich hier ziemlich mau aus mit, ja, in Richtung 300 zu kommen. Bis wir Level 60 sind. So, beim Jarun Steinschleifer können wir jetzt die Quest abgeben. Schön euch zu sehen. Mögen eure Reisen Silber sicher sein. Mehr gab es hier erstmal nicht. Okay. Das passt aber trotzdem. Wieder 9300 Erfahrungspunkte. Die 190.000 werden wir natürlich nicht halten können. Aber jeder Erfahrungspunkt ist hier ein guter Fortschritt. Ach, eine Mithril-Ablagerung. Da findet man schon mal einen Erz, ne? Naja, vielleicht haben wir ja Glück. Erstmal heißt es an das Teil rankommen. Das wird dann zukünftig in der Scherbenwelt auch um einiges einfacher, wenn man dann fliegen kann. Schade, leider kein Skillpunkt. Aber wir werden jetzt gleich mal um den Berg so ein bisschen rumgehen. Vielleicht ist ja noch ein zusätzliches Erz da. Gleich mal frisch buffen. Aha. Da habe ich doch schon eins gesehen. Und was ist es? Ein kleines Thorium-Vorkommen. Perfekt. Das gibt doch definitiv einen Skillpunkt. Und sogar noch einen blauen Saphir dazu. So, der wird uns jetzt angreifen. Wie vermutet. Aber das sollte jetzt kein großes Problem darstellen. Den hauen wir einfach fix um. Sehr gut. All hat sich doch schon gelohnt, hier in Richtung Norden zu gehen. Hier bekämpft noch ein Jäger diese alten Splitterzähne. Ob der weiß, dass die Bären sich nicht mit dem Orsius einen Cooldown oder einen gemeinsamen Spawnpunkt scheren, sondern mit den Yetis. Darauf kommt halt auch keiner, ne? So,
Jetzt werden wir hier gleich mal links in die Wildnis reingehen, weil hier sollen ja schon diese Frostsäbler sein. Guck, da ist doch schon der erste. Moment, wir werden hier angegriffen. Die sind hier in Verstohlenheit. Da muss man aufpassen. Es gibt mittlerweile schon 870 Erfahrungspunkte dafür, wenn wir was aufdecken. So, der hat das leider noch nicht getroppt, das Quest-Item. Aber hier sind noch genügend weitere Frostsäbler. Okay, die Drop-Chance ist nicht gerade berauschend, aber wir werden hier auf jeden Fall ein paar Gegner besiegen können. Da ist irgendwo wieder... Ah, da ist einer. Die tauchen erst in letzter Sekunde auf, aber man hört sie, ne? Dieses... Das ist bei verstohlenen Einheiten, die kurz aufgedeckt werden, immer der Fall, bevor man sie richtig sieht. So. Da ist wieder irgendwo einer. Boah, direkt in uns, der war gut verstohlen. Das muss man ihn lassen, also der hat sich super getarnt. Boah, zweimal der Finisher wieder daneben gegangen. Ist euer Ernst? Ich hab nicht genug Energie. Das Kritischste ist eigentlich, wenn wir gerade gegen einen kämpfen und dann ein anderer sich unsichtbar an uns noch mit heranschleicht. Das wäre mit das Kritischste, was passieren kann. Hier ist noch einer. Und der ist schon Level 60, ne? Mit über 4000 Lebenspunkten. Wir sind gerade noch bei 2500. Ah, und da ist nämlich genau das eingetreten, was ich befürchtet habe. Das heißt, wir müssen den jetzt versuchen, schnellstmöglich umzubringen. Das ist uns gelungen. Weil gegen zwei gleichzeitig zu kämpfen, die dann auch noch Level 60 sind, das ist dann nicht mehr so lustig für uns. Ich habe nicht genug Energie. So. Jetzt haben wir ihn aber fast. Sehr schön. Leider noch nichts getroppt an Quest-Item. Wir gehen mal hier nach unten. Da soll nämlich auch noch einer sein. Da oben läuft er entlang. Das sind die normalen Frostsäbler, die hier aufgedeckt sind. Die kann man aber auch für die Quest hernehmen. Und die sind irgendwie nur Level 56, also wesentlich einfacher zu besiegen. Schade, dass hier jetzt keine Erze da sind. Das hätte ich gern mit abgeformt während der Quest. Ich sehe die Quest hier gar nicht. Ist das genau die, die wieder hier im hinter der Bedrohungsanzeige steckt? Befolgt Donovans Anweisung. Ach nee, hier soll man nur was erkunden. Sky Rotam heißt die Quest. Das ist das hier. Wir sollen den Sky Rotam töten. Dazu brauchen wir aber dieses
Fleisch. Im Nördlichen sammeln sich große Katzen rund um einen Orientierungspunkt, den Frostsäbelfelsen. Die Anführerin dieser Katzen ist unter dem Namen Skyrota bekannt. Wenn ihr mal besiegen würdet, im großen Haus Beck geht erneut nach Winterquell, sammelt dort hochheiliges Fleisch von den Skyrota und sucht den Stein, legt das Fleisch dort ab. Okay. So, wo ist er? Hier ist er. Wir können leider nicht markieren, ne? Erst wenn er uns quasi angreift. Hier wächst ja nicht mal mehr Eiskappe. So weit sind wir hier im Winter angekommen. Hier vorne sind Frostsäbler Junge. Okay. Ich habe nicht genug Energie. Bisher haben wir noch nicht mal so ein Fleisch bekommen. Ich weiß gar nicht, wie viel wir von dem Fleisch brauchen. Da müssen wir noch zu diesem Stein. Das ist so die Frage. Hier oben ist halt eine Quest. Eine tägliche oder ja, tägliche Quest. Um so einen Frostsäbler dann mal als Reittier zu bekommen. Wenn man denn ehrfürchtig bei der Fraktion dann ist. Aber ich habe auch den Stein noch nicht gefunden. Katze gegen Tiger, ne? Bisher noch kein Dings gefunden. Ich guck mal, ob diese Jungen vielleicht sowas eher droppen. Gut möglich. Sogar noch um Hilfe. Das kann dann gefährlich werden, sollte sich doch noch einer in der Nähe aufhalten. Von den Ausgewachsenen. Und bisher noch kein einziges Quest-Item gefunden. Das ist echt krass. Der hier drüben vielleicht. Ja, auf der Karte sind ja auch solche Fußstapfen. Das sind hier diese Flecken. Die Quest habe ich damals nicht gemacht. Als Hunter. Da war ich, glaube ich, dann schon Level 60 geworden. Also wir kriegen hier Haufen Tigerfleisch, aber nichts an diesem hochheiligen Frostsäblerfleisch. Ich hoffe, dass wir von dem Teil nur eins benötigen am Ende. Ich habe nicht mehr Energie. Ja, also da ist das Schwert, um Shai-Rotam zu besiegen. Das heißt, dort wird auch der Stein sein, aber wir brauchen halt auch nochmal so ein Fleisch. Nicht genug Energie. Das ist eine
Rudelbehüterin. So eine hatten wir auch noch nicht. Ah, und das wird der Felsen sein. Ah, ich hätte schon mal gern irgendwann noch so ein Fleisch bekommen. Troppen, ne? Ich muss schön Energie aufgespart für den zweiten. Und trotzdem ist hier nichts dabei. Das ist echt komisch. Also so eine schlechte Droprate. Oh, hier vorne ist ein Erz, aber das ist ein reiches Thorium-Vorkommen. Ah, das ist wieder so schade. Uns fehlen immer noch 6 Skillpunkte, um diese reichen Thorium-Vorkommen abzubauen. Und wir haben immer noch kein hochheiliges Frostsäblerfleisch bekommen. So, gehen wir mal hier hoch. Da oben gibt es nämlich noch eine weitere Quest. Wintersäbler-Ausbilder. Frostsäbler-Verpflegung. Sammelt 5 Splitterzahn-Fleischstücke und 5 Fleischstücke einer Eiswindschimäre. Ah ja. Oh, das ist ja im gesamten Gebiet möglich. Okay. Die sind uns jetzt neutral gegenübergestellt. Aber wir wollen ja auch noch das Fleisch haben. Das ist ja, wer könnte uns jetzt das Fleisch droppen, ist die Frage. Oder wann? Wann wird es droppen? Nicht genug. Es will einfach nicht. Ich habe das Gefühl, ich mache irgendwas verkehrt. Aber laut Questbeschreibung muss das halt von einem dieser Frostsäbler hier kommen. Und ich meine, Questy zeigt es ja auch an. Ich glaube, die Drop-Chance ist wieder im einstelligen Prozentbereich und da kommt halt, da kriegen wir eher ein grünes Item, 23 Beweglichkeit. Jetzt hat unsere Hose derzeit 10 Beweglichkeiten, ne? Dann nehmen wir doch die 23. Definitiv. Ich muss näher. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Damit hat sich das ausrüstungstechnisch auch schon wieder gelohnt. Also ich
mag am liebsten diese Katze, die hier so leicht bläulich aussieht. Die hat das schönste Model, finde ich. So. Aber nichtsdestotrotz möchte ich jetzt schon mal gern, dass ich die Quest auch abschließen kann. Also wenn wir jetzt hier diese sämtlichen Katzen, die zwei Jungen, den vielleicht hier oben, die zwei und die zwei umgebracht haben und es ist immer noch nicht gedroppt, dann schaue ich mal nach, woran das liegt. Weil das ist dann wirklich nicht mehr normal, dass ich hier die gesamte Population ausrotte. Und das Quest-Item einfach nicht kommt, da muss irgendwas verkehrt dann sein. Ich muss nicht. So, auch die haben das leider nicht. Gehen wir zu den nächsten Jungen hier. Das ist zu weit. Nicht mal den Ansatz kann man hier erkennen, dass irgendeiner von denen gewollt ist, solches, so ein Teil mal zu droppen. Überhaupt nicht. Ja, hier unten muss ich das Teil dann wahrscheinlich einfach ablegen. Dafür sind noch die zwei Flammen. Fackeln schon da. Also ich vermute, dass wir leider hier die gesamte Folge damit verbringen werden, das Teil zu suchen. Ich hätte wirklich gedacht, dass das wesentlich schneller geht, aber habe ich mich leider geirrt. Das ist echt eine miese Droprate. Also, die ist halt legit bei 0% derzeit, ne? Es droppt halt gar nichts. Und ich weiß halt nicht, was ich hier verkehrt mache. Weil das ist jetzt wirklich nicht normal, dass das hier überhaupt nicht droppt. Okay, wie versprochen, ich habe jetzt hier alles abgeschlachtet. Und es ist nichts gedroppt. Den einen nehmen wir hier noch mit. Das ist mittlerweile wahrscheinlich schon Respawn, ja. Wenn der das jetzt nicht droppt, dann schaue ich danach. Also das kann ja jetzt echt nicht sein, dass hier überhaupt nichts droppt. Nicht genug. Ich habe nicht.
Also hier ist bisher gar nichts getroppt. Okay, dann mache ich hier einen kurzen Cut und ich lese mal kurz nach, was ich hier falsch mache. Okay, ich habe kurz nachgeguckt. Sehr schlechte Nachrichten. Es wird im Forum beschrieben, dass die Drop-Chance von dem Item hier bei ungefähr 1,8 bis 1,9% ist. Super. Ganz toll. Bin ich ein super Fan von solchen Quests. Wieso? Warum macht man sowas? Es ist eine stinknormale Quest. Wieso ist die Droprate bei 1,8%? Verstehe ich nicht. Das ist doch vorsätzliches Mobbing, ist das doch. Kann mir doch keiner erzählen. Naja, hilft alles nichts. Es werden Wetten abgeschlossen, ob wir es vor der ersten Stunde schaffen. Ich meine, das Video geht jetzt, oder die Folge geht jetzt circa 27 Minuten schon. Mal sehen, ob wir jetzt hier länger als eine halbe Stunde noch rumfarmen. Und wer von euch dann sich das noch anguckt, wie ich hier einen Frostsäbler nach dem anderen abschlachte und einfach nichts droppen will. Da bin ich gespannt. Wenn er wenigstens hier außen herum ein paar Erze aufploppen würden, aber auch das ist uns nicht vergönnt. Kräuter ebenfalls nicht. Das ist, sowas ist echt frustrierend. Besonders, man sieht halt keinerlei Fortschritt, ne? Ist halt einfach nur stumpfes Grinding. Zwar mit einem Hintergrund, dass man eine Quest erfüllt, also nicht einfach nur wirklich stumpf die Gegner abschlachten, weil man es kann, aber es macht trotzdem keinen Spaß. Ich meine, ich will ja hier auch mal ein bisschen vorankommen und nicht die ganze Zeit nur irgendwelche Katzen hier abschlachten. Und dadurch dann irgendwie Level 60 werden. Aber es droppt halt einfach auch nicht. Jetzt stelle man sich vor, man levelt jetzt hier aktuell in WoW Classic. Oder halt früher im normalen Vanilla-WoW, ne? Und hat jetzt hier 20 andere Spieler noch mit, die ebenfalls versuchen, das Teil zu bekommen. So, wo ist er? Hier ist er. Das ist doch mehr als frustrierend dann. Ich meine, hier sind wir jetzt allein, ne? Es sind dann genügend da, aber wenn er das früher gemacht hat, klar, ihr konntet in eine Gruppe gehen, eine Fünfergruppe. Ah, da haben wir's. Da haben wir's. Hochheiliges Frostsäblerfleisch, dass ich das noch erleben darf. Schon gedacht, dass ich dann Rente kassiere, bevor ich das Teil kriege, aber nee, wir haben's geschafft. Ja, und hab dann quasi in der Gruppe versucht, das Zeug zu fangen oder das Zeug zu looten. Und sah auf, ich habe im Forum gelesen, dass der viert. Ich möchte nicht, dass ich hier aus Versehen in Zusatzgegner reinrenne. Deswegen machen wir mal diese zwei Jungen hier noch. Dass wir auf der sicheren Seite sind. Ja, und mit einer Gruppe brauchst du ja nur einer looten. Dann holt derjenige halt den Questmod und dann könnt ihr den gemeinsam umhauen. Das ist der einzige Vorteil dann hier. So, dadurch, dass wir eher aus der Gestalt rauskommen werden, wenn wir das Fleisch hier platzieren. So, da haben wir das Fleisch platziert. Da ist er auch gleich. Oder sie. Naja,
Da ist der 4. Sehr unangenehm. Nicht genug. Dann stelle man sich vor, wir wären mit den 4 in die 2 Jungen reingerissen. Oh, da kommt der Ehemann. Kann ich hier... Hallo? Was war denn das jetzt? Leckt es jetzt hier? LOL! Was ein Käse. Das waren ja jetzt massive Lecks, ne? Die werden bestimmt auch in der Aufnahme drin sein. Wow. Das kann einen natürlich richtig böse ans Bein pinkeln. Der viert ebenfalls. Ich habe nicht genug Energie. So, aber wir haben es geschafft. Schnell wieder hochheilen. Die haben wir auch besiegt. Okay. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge suchen wir uns hier die Möglichkeiten Splitterzahnfleisch und Eismenschimären zu farmen und gleichzeitig noch die Winterfälle zu machen. Die Folge hat erstmal gereicht. Wir geben die Quest jetzt in der ewigen Warte ab. Haben einiges an Erfahrungspunkte bekommen durch die ganzen Katzen, die wir erledigt haben. Ja, manchmal ist halt das, was man machen konnte, zu dem, was man geplant hat, ein bisschen ins Nachtreffen geraten. Erhöht die Angriffskraft im Kampf gegen Wildtiere. Und wir haben noch eine Jägerinsignie bekommen, okay. Wir sehen Nehmen wir alles mit an. Können wir aber nicht so richtig gebrauchen. Also gegen Wildtiere ist okay, aber ich würde dann doch lieber auf die Beweglichkeit setzen, die wir bei dem anderen Dolch haben. Und da der Waffenschaden für einen Druiden egal ist, macht es hier jetzt auch keinen großen Unterschied. So, einen Runenstoff heben wir mal auf, ne? Für die andere Quest gegebenenfalls. Stellen wir uns noch schön ins Gasthaus ab. Und ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Und ihr seid auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei, wenn wir ein bisschen was für die Wintersäbler machen werden an Quests. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao!